Wir werfen einen Blick hier in die sogenannte Station in Berlin, wo zum inzwischen sechsten Mal die FDP einen Parteitag abhält und wo es in Kürze weitergehen wird mit der Generalaussprache zur Rede von Christian Lindner zu seinem Rechenschaftsbericht. Und da wird dann die Juli-Vorsitzende Ria Schröder als erste das Wort ergreifen. Im Moment ist am Rednerpult einer der letzten Mohikaner der alten FDP-Garde sozusagen, Hermann Otto Solms, viele, viele Jahre schon mit kleinen Unterbrechungen Bundesschatzmeister der FDP. Und er gibt auch in diesem Jahr wieder den Rechenschaftsbericht und wir hören ein klein wenig rein. Unter Einschluss der nachgeordneten Gliederung ist keiner unserer Landesverbände überschuldet. Das hat es auch schon lange nicht mehr gegeben. Sie finden alle Zahlen im Einzelnen in dem ausgedruckten Bericht. Eine Besonderheit möchte ich aber betonen. Erstmals in der Geschichte der Partei ist es gelungen, eine Bundestagswahlkampagne zu 100% aus Spenden zu finanzieren. Das zeigt, dass unsere Anhänger und Förderer nicht nur uns vertraut haben, sondern dass sie auf unsere Rückkehr in den Deutschen Bundestag gesetzt haben, weil sie gesehen haben, dass wir eine große Lücke hinterlassen haben. Unsere Landesverbände konnten 2.747.000 Euro an Spenden akquirieren und unsere Orts- und Kreisverbände haben auch ein Rekordspendenergebnis erzielt in diesem Jahr in Höhe von 6.045.000 Euro, sodass wir insgesamt Spenden als Gesamtpartei im Jahr 2017 in einer Höhe von 15.071.000 Euro akquirieren konnten. Das hat es auch vorher noch nicht gegeben. Liebe Parteifreunde, da komme ich nun zum viel engeren Finanzbericht für die Bundespartei mit Abschluss 2018. Wie schon erwähnt, haben wir das Wahljahr 2017 mit einem knappen Überschuss von 22.700 Euro abgeschlossen. Wir konnten die Zusagen gegenüber unseren Kreditgebern übererfüllen. Sie wissen, dass das Hauptproblem der Bundespartei in den seit vielen Jahren bestehenden buchmäßigen Überschuldungen liegt. Gerade in den Zeiten der außerparlamentarischen Opposition waren wir sehr auf das Vertrauen der Kreditgeber angewiesen. Und das sind wir natürlich auch heute. Die große Herausforderung besteht darin, die Überschuldung abzubauen. Das war auch unser Hauptaugenmerk im Jahr 2018. Indem wir davon ausgingen, dass wir durch ein gutes Wahlergebnis auch deutliche Steigerungen bei der staatlichen Teilfinanzierung erreichen könnten. Das ist auch gelungen. Verbunden mit einer strikten Ausgabendisziplin haben wir dadurch das Jahr 2018 mit einem Überschuss von 3.587.000 Euro abschließen können. Das ist ein ungewohntes Ergebnis, muss ich zugeben, und das habe ich selbst nicht erwartet. Ich habe mit einer Million weniger gerechnet. Unseren Gesamteinnahmen von 17.800.000 Euro standen Ausgaben von 14.213.000 Euro gegenüber. Damit wurde die buchmäßige Überschuldung von 9,3 Millionen im September 2013 auf 2 Millionen Ende 2018 reduziert, also um etwa 7 Millionen. Und deswegen nähern wir uns jetzt einem guten Ergebnis. So verdienstvoll das ehrenamtliche Engagement unserer inzwischen wieder auf 64.000 Mitglieder angewachsenen Partei auch ist. Ich erinnere daran, in 15 waren wir auf 54.000 Mitglieder abgesunken. Also wir haben netto über 10.000 Mitglieder mehr. Auch unsere Hauptamtlichen haben in den schwierigen Jahren Großartiges geleistet. Mit Gehaltsverzicht und höchster Einsatzbereitschaft haben sie einen wesentlichen Beitrag zum erreichten Sanierungsstand geleistet.
Wir sind ein gutes Stück vorangekommen, aber wir haben noch eine Wegstrecke vor uns. Wir setzen den Kurs der Sparsamkeit fort. Lassen Sie mich zum Abschluss besonders danken den beiden zuständigen Bundesgeschäftsführern Marco Buschmann und Maro Mendorf, die die knappen Finanzvorgaben strikt eingehalten haben, damit wir nicht wieder in eine Schieflage kommen können. Das war schwierig und ist hoch anzuerkennen. Im Übrigen gilt mein Dank natürlich meinem Freund Walter Eschweiler, der sozusagen der kreative Kopf der Finanzpolitik der FDP ist und auf den auch die Idee für den Solidarfonds zurückgeht. Und abschließend möchte ich dem Parteivorsitzenden Christian Lindner herzlich danken, der unsere Arbeit immer voll gedeckt hat und auch mutige und riskante Entscheidungen mitgetragen hat und beim Spendensammeln ebenfalls heftig beteiligt war. Also, das Ganze ist ein Gemeinschaftswerk von uns allen. Und wenn wir weiterhin so gut zusammenhalten und so gut zusammenarbeiten, dann kann ich Ihnen voraussagen, sind wir auf alle Herausforderungen vorbereitet. Wir sind schon heute in der Lage, eine vorgezogene Bundestagswahl aus dem Stand hinaus zu gestalten. Danke für die Aufmerksamkeit. Hermann Otto Solms, Bundesschatzmeister von 87 bis 99, von 2004 bis 2011. Hat er sich tränenreich verabschiedet auf einem Parteitag. Ich glaube, es war in Rostock. Und nun ist er wieder Bundesschatzmeister, inzwischen auch schon seit 2013. Hat hier die Zahlen vorgetragen und die Aufmerksamkeit unmittelbar nach der Rede eines Parteivorsitzenden ist natürlich einigermaßen übersichtlich hier in der Station in Berlin bei diesem 70. Bundesparteitag. Jetzt sind die Rechnungsprüfer dran. Die müssen jetzt darlegen, dass Hermann Otto Solms alles richtig gerechnet und richtig zusammengetragen hat. Hans Stein sehen wir schon am Pult. Und hin und wieder, und darauf wollte ich eigentlich vorhin hinaus, hin und wieder hören Sie hier jemanden zischen aus dem Parteitagspräsidium. Und das hat damit zu tun, dass in dieser Halle hier der Pegel an Geräuschen unglaublich hoch ist, ohne dass die Leute hier besonders laut reden würden. Es ist einfach die Akustik in dieser Halle, die es für auch die Sitzenden im Saal auf der einen Seite total schwer macht, dem zuzuhören, was man von vorne hören kann, weil die Saalanlage nicht besonders laut ist und auch nicht besonders durchdringt. Das wiederum dazu führt, dass die Gespräche hier natürlich eher dann doch tatsächlich auch geführt werden in den Reihen. Und das führt dann wiederum zu einem Gesangspegel, der wiederum andere davon abhält, hier ordentlich zuzuhören. Also keine besonders guten Voraussetzungen für die, die hier in den Delegiertenreihen sitzen. Wir haben ja zum Glück Kopfhörer, da sind wir deutlich besser dran. So, und jetzt hören wir Hans Stein zu, Rechnungsprüfer zum Bericht des Bundesschatzmeisters. Nach der Konsolidierung mit der Gesamtpartei beziehen. Mit dieser Einschränkung haben Sie uns bestätigt, dass Ihre Prüfungen des Rechenschaftsberichtes 2018 zu keinen Beanstandungen geführt hat. Der Bundesschatzmeister der FDP, Dr. Hermann Otto Solms, der Bevollmächtigte des Bundesschatzmeisters, Herr Walter Eschweiler, der Bundesgeschäftsführer der FDP, Marco Mendorf, Frau Andrea Rötzel und Michael Schüttler von der Firma Eschweiler und Partner, und der Wirtschaftsprüfer Dr. André Fiebiger von der Wirtschaftstreuhand standen uns sachkundig für detaillierte Informationen zur Verfügung. Anstehende Fragen wurden ausgiebig erörtert und sachgerecht erläutert. Die Buchhaltung lag für die geprüften Jahre vollständig vor und entspricht den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Buchhaltungskonten, Bankauszüge und Ausgabenbelege wurden von uns stichprobenartig geprüft. Alle gewünschten Belege waren schnell auffindbar. Das Belegwesen ist in ausgezeichnetem Zustand. Kommen wir, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, zum Beitragswesen. Die Zahlungsmoral der Untergliederungen und auch die Zahlerquote der Mitglieder ist noch nicht vollständig zufriedenstellend. Besondere Probleme gibt es allerdings bei der Umsetzung der neu erteilten Einzugsermächtigungen von Neumitgliedern. Hier besteht unseres Erachtens Handlungsbedarf vor allem auf der Ebene der Kreis- und Ortsverbände. Wir ermuntern die Schatzmeister aller Gliederungen, in ihren Bemühungen um Beitragsdisziplin nicht nachzulassen. Die Mitgliederentwicklung ist positiv und wirkt sich somit ebenfalls positiv auf das Gesamtergebnis aus. Wir erwarten, dass künftig die Mandatsträgerbeiträge zugunsten der Bundespartei vollständig gezahlt werden. Anmerkungen zu den Rechenschaftsberichten für die Jahre 2017 und 2018.
Der Rechenschaftsbericht 2017 weist zum 01.01. des Jahres ein negatives Reinvermögen in Höhe von 5.704.099,07 € aus, der zum 31.12. des Jahres 2017 immerhin noch 5.680.379,46 € betrug. Am Ende des Jahres 2018 waren es nur noch 2.092.912,17 €. Also wurde das sogenannte negative Reinvermögen um über 3,5 Millionen vermindert. Das ist eine beachtliche Leistung, die vor allem deshalb Respekt verdient, weil sie in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer zu finanzierenden Bundestagswahl erbracht wurde.